Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute sind wir hier unten in unserem Hades, wo wir hoffentlich in Bälde den Palast des Pluto haben werden. Und das Erste, was wir wissen müssen, ist, wie groß wird denn der Palast? Und die Dinge, die ich bereits weiß, ist, ich habe so ein Layout für einen Turm. Und das Layout ist nicht rechteckig, ist nicht rund, sondern ein Fünfeck. Und alles, was nicht rechteckig ist in Minecraft, ist etwas schwierig. Kreise gehen auch noch, aber dann hört es dann schon bald auf. Und darum müssen wir zuerst mal herausfinden, wie groß ist denn überhaupt der Grundriss. Und ich zeige euch mal, wieso Mathe und insbesondere Geometrie wichtig ist in Minecraft. Wir starten mit einem Kreis und mit World Edit ist das recht einfach. Und dann müssen wir einfach da die richtigen Linien ziehen, damit wir die richtigen Längen und Abstände bekommen. Aber ihr seht, es ist ein bisschen mühsam. Hier müssen wir eine Linie verlängern und dann immer wieder schauen, dass wir da die richtige Höhe haben. Generieren neue Punkte mit den Schnittpunkten. Und da haben wir dann schon die ersten 5 Punkte für unser Pentagon. Dann müssen wir das nur noch füllen und das Innere entfernen. Und da haben wir den Umriss. Und wichtig sind effektiv die Eckpunkte, denn das ist der Zentrumpunkt für unsere Türme. Und natürlich kann man das Ganze auch mit World Edit etwas einfacher machen. Und da haben wir es. Das Pentagon, das hat einen Umfang von 30 Blöcken, das heißt 60 Blöcke im Durchmesser. Und ich habe in Creative auch schon mal einen Turm, stark inspiriert durch die Deep Frost Citadel von Tango. Und ich denke, die minimale Höhe von dem Turm ist 26 Blöcke. Aber wir wollen Türme in unterschiedlichen Höhen haben. Das heißt, ich denke, höhenmäßig brauchen wir wahrscheinlich so etwas 50, 60 Blöcke. Und um das Ganze hier reinzubekommen, brauchen wir mindestens 60 Blöcke in jeder Richtung auch. Und das Ganze, wir wollen ja etwas zurückstehen können und uns das Ganze dann betrachten. Darum denke ich mindestens 100 auf 100. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das dann ausreicht, beziehungsweise ob das Pentagon groß genug ist. Ich habe mal versucht, einen Turm da in einer Ecke zu platzieren. Und es könnte sich ausgehen, aber quasi die Wände zwischen den Türmen, die sind dann nicht besonders lang
Und wenn wir da irgendwo noch ein Tor reinpflastern wollen, vielleicht ein wenig zu kurz. Und wir brauchen ein noch größeres Pentagon. Aber ich denke, wir können hier schon mal beginnen, indem wir einen Turm platzieren an einer Ecke. In der Zwischenzeit werde ich da wahrscheinlich in Creative noch ein bisschen weitermachen, um herauszufinden, okay, wie sieht es dann mit mehreren Türmen aus? Wie kommen die Wände zwischen den Türmen zusammen? Und dann können wir entscheiden, brauchen wir ein größeres Fünfeck? Und wir können das dann immer noch so platzieren, dass der Turm, den wir bereits haben werden, an der Ecke ist und wir skalieren dann einfach von da raus. Aber zuerst denke ich, muss ich hier einige Blöcke entfernen hier unten. Und das könnte eine Weile dauern. Aber es bedeutet, ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen auf dieses Video gewartet haben. Wir haben ein riesiges Loch. Rechteckig. 100 auf 160 Blöcke hoch. Und ich denke, von der Höhe könnte sich das ausgehen. Allerdings, wenn ich mir das anschaue, ich habe hier mal das Pentagon reinplatziert, etwas über dem Boden, denn so können wir noch etwas Landschaft da mit reinbringen. Von der Höhe sollte es sich ausgeben, aber ich denke, hier nach hinten brauchen wir etwas Raum. Aber wir können ja den Zugang nicht von dieser Seite da hintenrum etwas legen und dann vielleicht etwas mehr hier in der Mitte reinkommen. Denn ich denke, der Hauptzugang, das Tor, dürfte in etwa auf dieser Seite sein, wo wir eine gerade Linie haben, macht das Ganze etwas einfacher. Was wir auch schauen müssen ist, wir wollen keine grünen Blöcke hier unten haben. Ja, das müssen wir auch mit Terraforming lösen, so dass wir keine flachen 3 auf 3 Flächen haben, denn nur dort können Slimes spawnen. Ich habe das Design für den kürzesten Turm fertig, aber ich brauche da noch etwas mehr Ressourcen dazu. Und apropos Ressourcen, dieses Loch hat einiges abgeworfen. Das sind so die wertvollsten. Ich denke, Diamanten, das wird reichen. Kupfer war etwas enttäuschend, aber wenn ich mir das recht überlege, Kupfer ist eigentlich oberhalb vom Deep Slate mehr zu finden und nicht unbedingt im Deep Slate. Gut, ich sammle dann da mal die restlichen Materialien für den ersten Turm und dann bauen wir den. Der erste Turm ist in seiner Grundstruktur fertig und vielleicht seht ihr das, er ist stark inspiriert von den Türmen, die Tango in seiner Deep Frost Citadel gebaut hat. Allerdings hier eine andere Kontrastfarbe. Ich denke, Rot, das funktioniert auch ganz gut mit Schwarz zusammen. Dieser Turm ist allerdings wesentlich kleiner als sein kleinster Turm, was etwas
hakelig war, da die richtige Skalierung zu finden. Und was uns auch noch fehlt, sind da mehr Details. Hier unten sind wir schon ziemlich gut, aber da nach oben, da sieht es etwas ja, langweilig aus. Ein weiterer Punkt, den ich noch nicht bis zu Ende durchgedacht habe, ist die Beleuchtung. Zwar ist das Setup vom Turm selber via Glowlichen spawnproof. Allerdings haben wir hier unten ja noch einiges an Fackeln, oben dann auch zusätzliche Lichtquellen, die aber bis zum Ende dieses Projektes alle verschwinden werden. Und dann wird das hier ziemlich düster sein. Und es wäre ja schade, wenn wir den ganzen Aufwand, den wir ins Design reinstecken, nicht wirklich sehen können. Drum müssen wir wahrscheinlich da uns was überlegen, dass wir da zwar eine düstere Stimmung reinbekommen, aber trotzdem genügend Details sehen. Nun gut, ich denke, ich mache da noch den oberen Teil fertig und dann können wir für heute mal Schluss machen. Und dieses Projekt hier unten wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen. Die Details sind nun auch gebaut, hier mit den ganzen Spikes nach oben und nach unten. Und wie gesagt, dies ist der kleinste Turm oder der kürzeste, der wenig höchste. Und hier wirkt das Ganze etwas zusammengequetscht, denn hier im Mittelbereich haben wir nicht allzu viel Höhe und dann beginnen schon die Spikes, die Zähne da nach oben. Aber ich denke, wir werden nur einen Turm haben, der so kurz ist. Da an dieser Ecke werden wir was Höheres haben, vielleicht selbe Höhe dann auf. Ja, wahrscheinlich nicht da, denn wir haben vier weitere Ecken, die wir mit Türmen besetzen müssen. Und ich möchte nicht, dass zwei Ecken nebeneinander die gleichen Turmhöhen haben. Aber mit diesem Setup haben wir hier eigentlich eine Basis. Wir haben den oberen Teil und das Mittelstück. Und das Mittelstück, das können wir vertikal skalieren, so dass wir mehr oder weniger hohe Türme reinbringen. Und natürlich die Blockvariation, die sollte bei jedem Turm etwas anders sein, so dass sie nicht alle identisch aussehen. Aber ich bin mal zufrieden mit was wir hier erreicht haben. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und damit verabschiede ich mich für heute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!